Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück in der Welt von Subnautica. Machen wir gleich mal das allererste. Mal schauen, was passiert, wenn man die nochmal neu scannt. Das fremde Lebensform Tabulator drücken. Knochenhai. Beurteilung meiden. So langsam ist er eigentlich gar nicht. Was? Kann ich den nochmal scannen? Ja. Gut, der Vorteil ist, hier drin verbrauche ich zumindest schon mal keinen Sauerstoff. Aber ich kann die immer wieder scannen, alles klar. So, wo ist denn der andere Lümmel? Komm her. Geisterkraut? Nee. Egal, also man kann sie erneut scannen. Vielleicht ist das interessant für die, wo man sich nicht so rantraut zum Scannen. Und Leviathan da drin dürfte cool ausschauen. So, was wir heute bauen, sind 3 Computerchips. Habe ich Platz? Ich habe natürlich keinen Platz. So, das letzte Mal hat es mich ja mal fast angefuckt, dass ich hier so ein wahlloses Durcheinander drin habe. Und das Titan ist eigentlich etwas, was ich immer brauche. So, jetzt packe ich das erstmal hier rein, damit ich mal Platz bekomme. Das Salz verkommen, dass ich mal... Das sind jetzt erstmal Sachen, die ich hier nicht brauche. Da kann ich erstmal alles da reinpacken. Salz verkommen stört mich hier ein bisschen. So, jetzt könnte ich anfangen, hier mal meinen Titan reinzupacken. Was? Wieso nimmt er das nicht? Ja, wollte ich gerade sagen. Dass hier mal zumindest optisch geringfügig jetzt Ordnung da reinkommt in den Sauladen. So, ihr habt da drin nichts verloren. Du hast da drin nichts verloren. Ihr habt keine Ahnung da drin. Ich kenne euch gar nicht. So. Titan ist da drin. Da kann ich von mir aus den ganzen Krempel da drüben jetzt erstmal reinpacken. Du kommst weg. Das kann drin bleiben. Ihr kommt erstmal weg. Höhleneingang bleibt auch erstmal hier. Das Wasser. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Wasser kommt erstmal da rein. So. Jetzt fühle ich mich doch ein bisschen wohler. Tischkorallenprobe. Ich brauche CPUs. Das waren 2 Tischkorallenproben. 3 brauche ich. 1, 2, 3. 2 Tischkorallenproben. Dann brauche ich Kupferdraht. Und Gold. Kupferdraht. Da werde ich sicher Kupfererz brauchen. Interessant, dass mein Kupfererz zur Neige geht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Pilzproben. Warum da jetzt überall Fragezeichen? Vielleicht gibt es die nicht mehr, ich habe keine Ahnung, aber warum sollte das dann in meinem Inventar sein? So, was ich weiß ist, ich hatte irgendwo einen Kupferdraht. Da bin ich jetzt von kompletter Blindheit, da haben wir einen Kupferdraht. Und ich habe da noch Kupfererz, jawohl. Das gefällt mir. So, werden wir jetzt noch 2-mal Kupferdraht herstellen, das müsste da sein. Und nochmal. Dann sollte ich genug haben, um mir 3 CPUs herzustellen. Ja. Ah, da gehen die Rohstoffe dahin. So, wir haben 3 CPUs. Jetzt habe ich vergessen, was ich da noch brauche. Da brauche ich nur einen Computerchip. Werden wir gleich feststellen. Nicht hochklettern. So, jetzt haben wir es. Ach ja, genau. Ich habe den Scannerraum wieder aufgebaut. So, jetzt möchte ich da aber mal Sachen testen. Gold natürlich. Quarz natürlich.
Gold, Quarz, Quarz. Quarz habe ich nicht. Das habe ich, glaube ich, gerade für die Energie verplempert. As far as I know. Oh, jetzt darf ich wieder alle durchgehen. Nein. Und Gold, Entschuldigung. Das heißt, ich habe jetzt hier alles für meinen Scannerraum. Jetzt bin ich gespannt, um wie viel der jetzt weiter scannt. Runterklettern, jawohl. Und jetzt werden wir mal den Scannerraum ein bisschen testen. Eins. Zwei. Und drei. Vielleicht sollte ich ja auch die, den Scannerraum nicht unbedingt direkt an meiner Basis platzieren. Muss ich das bei mir einbauen? Okay. Okay. Es ist nicht viel weiter gekommen. Da sind große Fragmente, aber... Was könnte ein Fragment sein? Wirklich ein Fragment. Da ist zumindest eins und da ist, glaube ich, das ist was zum Scannen. Okay. Eine steuerbare Kamera. Okay, Fragmente haben wir. Das, was ich eigentlich suche, kann er mir gar nicht anzeigen. Aber wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn ich das da mache. Interessant. Gut, jetzt müsst ihr nur noch wissen, wie ich das da hier erweitern kann. Zum Beispiel Titan. Egal. Ich habe jetzt zumindest das. Quarz zum Beispiel. Ich hätte jetzt gern Quarz, aber schon... Lassen wir mal die Stimmen wir mal das Fragment rein. Es soll ja angeblich eins da sein. Und zwar in diese Richtung. Schauen wir uns das jetzt mal an und wissen wir, für was das gut ist. Wir haben ja die wunderbare Seematte. Ja. Ich will nicht immer so wie ich will. Zwei Fragmente. Bin gespannt, was das ist. Da sollte ich vielleicht den Scannerraum immer im Gepäck haben, materialtechnisch. Ah! Oder gesehen, wie der jetzt gerade erst sichtbar geworden ist. Das ist ganz schlecht. Und wisst ihr warum? Aber was ist, wenn ich an solchen dann dauernd vorbeischwimme? Da. Hat er das zweite? Er hatte zwei. Da. Erstmal in Ruhe. So, Scanner. Okay.
Okay, und damit habe ich das schon mal. Gut, und dann funktioniert das so. Dann muss ich wahrscheinlich ein neues scannen, damit die zwei dann verschwinden. Und ideal wäre das dann für solche Sachen. Ja, soll ich das jetzt ausprobieren? Den Scannerraum abbauen. Ich weiß es noch nicht. Das ist. Boah. Okay, das mache ich heute in der Aufnahme. Wollte eigentlich was anderes machen, aber. So. Ach, da fehlt das Glas. Natürlich. Na gut, was machen wir da jetzt? Würde ich sagen, gehen wir da rein. Dann könnte ich vielleicht hier auch noch einen Eingang machen. Da muss ich nicht immer oben rumlaufen. Brauche ich viel Quarz. So, das wird jetzt ein Experiment, wie gesagt. Ich brauche dafür eine Luke. Ich habe das nämlich noch nie ausprobiert, ob das wirklich so geht. Baue ich euch wieder raus, nehme euch mit. Ha, das wären jetzt Experimente. Ja, bin zu nah dabei. Der Nachteil ist, ich muss dann immer wieder raus. Ich baue den jetzt mal ab, dann habe ich den dabei. Ich hoffe, dass man den einfach mit einer Luke betreten kann. Passt. Dann sollte ich ja, ein Solarmodul mitnehmen, falls der Energie braucht. Passt. Und wie gesagt, eine Luke. Muss ich leider dichter unten abbauen. Und dann machen wir jetzt das Experiment. Dann hole ich mir noch Essen, Trinken und dann seid ihr live dabei, wie ich vielleicht einen absoluten Schwachsinn mache. Aber da werde ich vorher speichern. Ich habe keine Lust, das Ganze hier nochmal zu bauen. Und ich werde mir vor allem Wanstern fressen. Normal müsste jetzt Blattlass gleich kommen. Das war wurscht. Warning. Warning. Ja, ja. Da trieft mir das Blut aus dem Magen. Vor lauter Fruktarier sein. Oder? Ist ein Fruktarier nicht der, der wartet? Der nur das isst, was ihm freiwillig die Natur gibt? Ich weiß es nicht. So, dann würde ich sagen, lasset die Spiele beginnen. Dann werden wir uns mal irgendwo in die Mitte begeben. Ah ja, das hinten habt ihr vielleicht auch schon. Ich weiß nicht, ob es in der letzten Aufnahme drin war. Das habe ich auch soweit fertig. Hab nur die falsch gesetzt. Die müsst ihr eigentlich auch noch darüber sagen. Ach, das ist. Aber das ist unwichtig. Wir begeben uns jetzt noch da hinten. Bauen wir mal den Scanner. Irgendwo da hinten. Schauen wir mal so Richtung Südost und schauen, was wir da drüben alles finden würden. Osten, machen wir Nordosten. Gehen wir Osten, scheiß drauf. So. Das wird jetzt ein schönes Experiment. Und da würde ich sagen, eignet sich doch wunderbar das Ende. Oder soll ich mir da einen Wrack suchen? Ich habe jetzt keine Sauerstoffflaschen mit. Jetzt wollte ich das Aquarium Knochenhai. Bräuchte eigentlich einen Wrack, um das mal gescheit zu testen. Kreaturenei. Komm, zack, schnell rein. Das wollte ich mir mopsen.
bin jetzt echt gespannt. Ich meine, ich werde jetzt hier ein kleines... Ah, pass mal auf. Kann ich eigentlich hier drauf bauen? Das wäre der absolute Shit, wäre das ja. Das wäre wirklich der absolute Shit. So, warum kann ich dich hier nicht bauen? Hoppala. Gefährliches Wasserdingsbums da. Ist das eigentlich irgendwie begrenzt, das Ganze? Ich bin jetzt auf 190 Meter. Extra Titan habe ich keinen dabei, aber das werden wir schon herausfinden. Ah, ich kann ihn bauen. Das wäre witzig, wenn das gehen würde. So, dann braucht... Alter, lass mein Schiff in Ruhe. Oh, ihr Penner. Wo ist er? So, hast du jetzt genug? Arsch. Du sollst... Alter, was war das jetzt? Du sollst reparieren. Seht ihr das? Und der hat doch Energie. Er steigt. Was? Komm, jetzt reparier das Ding. Ich schwör's dir, ich zuck's sonst aus. Steigt ein. Was ist denn das? Reparatur. Wieso funktioniert das Reparaturwerkzeug nicht mehr? So ist er jetzt immer mit rechts eingestiegen. Ich hab keine Ahnung. Wow, das macht mich schon wieder fertig. Junge. Dann brauchen wir hier eine Luke. Und lass mich raten, das dürfte das... Das ist nicht das Problem. Okay, interessant. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Oh, kleiner Arsch. Ist ja der Penner. Vor allem, was die hier an Schaden anrichten an dem Fahrzeug sind. So, jetzt. Das Dumme ist, es ist jetzt Nacht. Ich hoffe, ich kann dich da drauf bauen. Dann müssen wir halt nur den Tag abwarten. Das funktioniert tatsächlich. Power restored. All primary systems online. Verkehrt rum, alles klar. Dann werden wir da mal die Module einsetzen. Ah, das wird jetzt witzig. Schauen wir mal, was haben wir denn? Kreaturenei. Heat Area Gold, was? Wieso sind da jetzt. Ne, scannen wir mal. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Das kennt er da jetzt irgendwie nur ein Fragment. Really? Welcome aboard, Captain. Habe ich hier alles andere gescannt? Das kann ich eigentlich nicht ganz glauben. Ganz ruhig, da muss ich aufpassen. Das ist jetzt interessant. Ein Fragment ist da drin. Mhm. Soweit ich weiß, komme ich da nicht leicht hin. Aber irgendwo. Oh Gott, wie war das bei dem Frag nochmal?
oben konnte man nur reinschauen. Ja. Ich hab's ja schon wieder komplett vergessen, wo der Eingang ist. Es war irgendwie ein komischer Eingang, das weiß ich noch. Ah, da, genau. Irgendwie so. Ich erinnere mich wieder. Ja, da brauche ich viel Sauerstoff. Okay, dann mache ich jetzt hier einen Schnitt. Ich schwimme zurück, hole die Sauerstoffflaschen. Ich sehe ja das Gott sei Dank jetzt. Und dann werden wir mal testen, wie das funktioniert. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und dann werden wir uns das jetzt mal anschauen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich da jetzt mal hinkomme. Kann nicht sein, dass ich ein paar Mal hier rein und raus muss. Ich habe nämlich komplett vergessen, wo ich da überall schon drin war. Und ich darf die Dingensbummens nicht aus den Augen verlieren. So. Das war das oben, da muss ich dann raus. Gut, dann gehe ich da rein. Was auch immer das ist. Das zu, das da drin kann ich eh nicht scannen. War hier eine Tür zum Aufschweißen. Witzig ist, ich war da ja schon drin. Ich verstehe dann immer nicht, warum die ganzen Türen wieder zu sind. Dann muss ich dann auch herausschauen, ob die nicht wieder mein Schiff angreifen. Jetzt mal wieder raus, nachschauen. Vielleicht sollte ich sogar neu scannen. Was ist da jetzt drin? Ist mal wieder Wasser. Na, hängt das schon wieder? Okay. Irgendwo da rein. Aber ich sehe eigentlich keine Fragmente mehr. Das heißt, ich gehe nochmal neu scannen. Hoppala. Da. Vielleicht kriegen wir jetzt neue. Bist du noch so dumm? Uns kennen wir neu. Ne? Schauen wir mal, wie verbuggt es ist. Er zeigt mir das in diese Richtung an, da sehe ich aber nichts mehr. Ah doch, das dürfte glaube ich noch das gleiche sein. Aber schauen wir mal. Dann wissen wir zumindest, ob das noch gescheit funktioniert. Er hat mir leider auch nur das eine angezeigt. Nicht beide. Aber vielleicht waren die so dicht beieinander. Das ist noch das gleiche. Schade, es funktioniert noch nicht einwandfrei. Wasser können wir immer trinken. So. Nehmen wir unseren Leuchtstab mit. Checken das nochmal. Ne? Vielleicht ist es ja wieder da. Schade. Batterien nehme ich immer gerne mit. So, irgendwo war da eine Tür. Die kriege ich allerdings nicht auf. Was ist das da überhaupt? Versiegelte Tür. Ach, das ist die. Ja.
Wäre geil, wenn man sich einfach so reinschneiden könnte in irgendwas. Ah. Gehst du? Du gehst nicht. Das wäre es jetzt gewesen. Aber nein! Funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Gut. Und dann holen wir nochmal Sauerstoff. Dann gehen wir hier in den anderen Gang nochmal rein und checken das. Dann ist nur der Ansatz brauchbar. Aber das ist ja schon mal besser als nichts, oder? Lichtstab, komm zu mir. Gut, da kommen wir nirgendwo hin, das passt. Das passt, das passt, das passt. Wow. Das ist ein langer Weg. Hier muss man das noch merken. Da drüben war der Eingang irgendwo. Da kriege ich nichts raus. Da kriege ich auch nichts raus. Oh, schade. Das ist ein unbefriedigendes Wrack. Dann testen wir die Lichtquelle noch. Wie viel Sauerstoff habe ich noch? 102. Dann kann ich mir da unten das Loch auch mal anschauen. Okay. Anscheinend gibt es hier wirklich nichts mehr. Jetzt beginnt das große Rätselraten. Wo war denn hier der Ausgang? So. Muss man endlich mal diese Tauchleine craften. Mein Gott, ey, ich vergesse aber immer die Hälfte. Ja, das ist halt das Doofe, wenn man zu viele Oh, das war das Falsche. So. Ich hoffe, jetzt schwimmen wir nie wieder zurück. Passt. Und damit ist dieses Wrack eigentlich gecheckt. Aber schade, dass das weiterhin so angezeigt wird. Das würde mir besser gefallen, wenn das dann verschwinden würde. Dann kann man das richtig effektiv nutzen. Was ist das da? So. Einer von diesen. Na gut, dann haben wir zumindest jetzt einen schöneren Weg, um noch Sachen zu finden. Auch wenn es ein bisschen zeitintensiv ist. Hier haben wir dann, glaube ich, Kupfer. Also man kann dann auch solche Rohstoffe finden. Da checken wir noch kurz, ob es irgendwas, was ich ganz dringend brauche. Dargestellt. Also als Punkt. Okay, also anscheinend kann man mit diesem Scannerraum wirklich nur das scannen, was in unmittelbarer Nähe ist. Also man kann das gar nicht erweitern, dass er alle Rohstoffe findet. Aber das ist okay. Dann weiß man ja gleich, was Sache ist. So, Luke dekonstruieren. Jetzt schauen wir mal, ob sich das alles ausgeht. Wie viel Platz haben wir noch? Das dekonstruieren. Und immer dran denken, dass man die Batterie braucht. Ja, jetzt wird's spannend. So, 3, 4, 5, 6. Ist hier alles ausgegangen? Wow, genial. Passt. Und dann würde ich sagen, das Experiment hat funktioniert. Ich bin zu 80% begeistert. Schöner wäre es jetzt noch, wenn das dann verschwinden würde. Das muss man aber, vielleicht muss man das Ding dann einfach nochmal komplett aufbauen. Das werde ich eventuell jetzt testen, aber jetzt nicht in dieser Aufnahme. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Tipps und Tricks gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mehr sehen wollt, einfach subscriben. Tschüssi.